Hallo und herzlich willkommen. Ingo ist nochmal hier von Carmen und Ingo Photography und ich melde mich heute mit einem kleinen Video über ein neues Feature, das wir hinzugefügt haben zu den Presets, eigentlich zu beiden Versionen, 1.1 und die neue V2. Und zwar gibt es ja auch Leute, die mit Lightroom noch nicht so viel gearbeitet haben, beziehungsweise mit RAW-Dateien in Camera RAW beziehungsweise in Photoshop arbeiten. Und auch für diese haben wir jetzt die Lightroom-Presets konvertiert und verfügbar gestellt. Und die sind automatisch mit dabei jetzt. Und auch wer es schon mal gekauft hat, kann sich im Nachgang bei uns melden und wir schicken diese Presets für Camera RAW nochmal zu. So, ich möchte euch hier jetzt kurz zeigen. Also es handelt sich um exakt die gleichen Dateien, die wir hier schon kennen und wir haben sie für beide Versionen konvertiert. Um die jetzt reinzubringen, müssen wir Folgendes tun. Also ich habe hier jetzt dann, das sind die Downloads, wenn man sie heruntergeladen hat, das sind eigene ZIP-Dateien, die man dann da bekommt. Das sind die ganzen 16 Stück an Candy Presets Volume 2. Anhand dieser werde ich jetzt dann das auch schnell zeigen, wie das funktioniert. Und zwar mache ich jetzt mal mit Command-Tab ein neues Fenster auf, einfach einen neuen Finder oder Explorer oder wo auch immer ihr gerade seid. Und für Mac schaut es so aus, dass man das Ganze hier mit Gehen zu macht. Und zwar unter Library mit einer Alt-Taste, mit einer gedrückten, kommt man da zu Library. Das ist ein versteckter Ordner unter dem Betriebssystem. Damit der zum Vorschein kommt, muss man hier auf Alt drücken. Also gehen wir dort rein. Und hier drinnen gibt es jetzt eine jede Menge Zeug. Für uns ist interessant Application Support, ja, logischerweise Adobe. Und hier gibt es jetzt im Lightroom auch zum Beispiel, aber auch Camera Raw. Und da wiederum gibt es den Ordner Settings. Der ist jetzt momentan noch leer. Wir arbeiten nicht mit Camera Raw, deswegen ist der leer. Ich gehe jetzt einfach halt halber mit Doppelklick mal in den Ordner rein. So, und jetzt dann haben wir hier die Sachen runtergeladen. Und jetzt kopieren wir uns die hier rein in diesen Ordner. Ich muss hier Alt drücken, damit ich sie auch kopiere und nicht verschiebe, weil es die gleiche Platte ist. So, und jetzt sind die da drin. Es muss für sich jeder selber entscheiden, weil es kein Ordnersystem gibt, kann das unübersichtlich werden. Also, wir haben jetzt hier nur 16 Presets, das kann man ganz gut verkraften. Wenn ihr zum Beispiel die 1er noch dazu macht, dann werden sich die auch mischen hier mit dem, was in der Version 2 noch drinnen ist. Jetzt haben wir das da reinkopiert in die Library, ins Betriebssystem, wo es hingehört. Und jetzt öffnen wir mal in Photoshop ein paar RAW-Dateien. Ich habe jetzt hier ein paar vorselektiert und die öffnen wir jetzt mal alle gemeinsam. Wenn man sie alle markiert und reinzieht, dann öffnet er alles. Und zwar nicht in Photoshop, sondern wie ihr wisst, als Photoshop-User in Camera RAW. Und darum geht es uns ja schließlich. Wir wollen die gleichen Presets von Lightroom hier in Camera RAW verwenden. Auf der linken Seite sieht man eine kleine Vorschau von diesen Dateien. Ich habe ein paar ausgewählt, wo man weiß, okay, die habe ich mit dem und dem Preset bearbeitet in einem anderen Video von Lightroom. Somit hat man einen guten Vergleich. Die Oberfläche an sich werde ich jetzt nicht großartig ins Detail gehen. Nur hier sieht man eigentlich die einzelnen Abschnitte von dem Modul, das es auch in Lightroom gibt. Eigentlich ist ja der Algorithmus, der hinter Camera Raw steckt, der gleiche wie der vom Entwicklungsmodul von Lightroom. Somit ist, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat, schon mal alles ziemlich authentisch und einfach erklärt, beziehungsweise kennt man es von Lightroom. Das vorletzte hier, das ist ein Reiter Vorlagen. Das funktioniert ein bisschen anders. Wie gesagt, wir haben sie jetzt da reinkopiert in diese Dateien und dann werden sie automatisch gesehen. Also wir haben jetzt dann 16 Stück, beziehungsweise 17. Hier ist auch noch ein Tool Reset drinnen, was ich hinzukopiert habe, um eben auch, wenn man jetzt zum Beispiel da was draufklickt, dass man das aber schnell wieder resetten kann. Das ist ganz einfach. Ansonsten, weil, wie ihr seht, gibt es nirgendwo ein Reset. Das gibt es nur mit einer Tastenkombination und zwar mit Alt. Dann werden die Dateien da unten, die Knöpfe da unten zu Kopie öffnen und zurücksetzen. Ja, wenn Sie jetzt Alt-Taste hin und her toggeln, dann schaut es so aus und ist natürlich dann einfach, wenn das Tool da als letztes drinnen ist, als Reset All. So, das wissen wir, dieses Ding war mit Candy Love gemacht. Ihr seht genau, das ist das gleiche Partie. Man kann dann natürlich mehrere selektieren und dann die Sachen einmal klicken und synchronisieren. Das weiß ich, war mit Color Pop zum Beispiel gemacht. Na, Entschuldigung, das war vielleicht mit Artsy. Ja, passt auch. Dann haben wir hier einen 70s-Look, der ganz cool gekommen ist. Hier haben wir das Color Pop. Genau, hier ist es. Und man sieht schon, es poppt ein bisschen was weiter. Den Kollegen hier, weiß ich noch, haben wir mit Hard gemacht.
Man kann auch hier wiederum, wie beim anderen, hergehen und natürlich lokale Einstellungen zurücksetzen, wie zum Beispiel hier habe ich quasi das Schwarz ein bisschen zurückgezogen. Und was haben wir jetzt hier noch für Dinge? Ja, genau, hier Artsy, Black and White Artsy, das ist alles das Gleiche. Und natürlich, die Sache ist die, man hat hier natürlich einzelne Fotos, wo man weiß, okay, ich möchte mit dem einzelnen Foto weiter in Photoshop reingehen und dann wiederum kann man alles machen, was man in Photoshop halt auch sonst gewohnt ist zu machen. Das war Moody zum Beispiel. Also es ist im Endeffekt gleiche Partie wie in Lightroom. Allerdings, wenn ich jetzt hier eine Datei habe, zum Beispiel gehen wir mal her, ich bin jetzt mit dem hier zufrieden mit dem Preset. Ich mache vielleicht hier noch ein bisschen die Ausschnittsveränderung oder sowas. Also wenn wir das mal schauen, dass wir da vielleicht ein bisschen kroppen, das kann man natürlich in Photoshop dann nachträglich auch noch immer machen. Ja, und dann jetzt sagt man Bild öffnen und dann öffnet er das Bild in Photoshop drin und man hat eigentlich hier, wenn man Adobe Farbraum verwendet, man hat eigentlich hier dann das Bild, um jetzt weiterzumachen, retuschen, was auch immer. Und ja, ich hoffe, das hilft. Und wie gesagt, es sind die Presets nun bei allen Presets mit dabei, Version 1.1, Version 2.0 und natürlich auch das Toolkit ist verwendbar in Adobe Camera Raw. Dankeschön und schaut mal vorbei bei unserem Blog und bei unserer Facebook-Seite. Danke vielmals, bis bald.